Ich möchte natürlich unsere Ehrengäste begrüßen, aber ich begrüße vor allem diejenigen, die hier komplett in dieser Halle da sind. Herzlich willkommen, es freut mich, dass wir voll sind. Jetzt höre ich natürlich schon die einen, die sagen, was, voll ist er? Nein, 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 nein. Die Halle ist voll, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen nur eins, es ist wichtig, dass Sie heute hier sind. Es ist deshalb wichtig, weil hier von Moosburg ein Zeichen ausgehen soll, wo wir sagen, ja, wir haben einen Plan, wir sind gut aufgestellt als CSU. Aber wir wissen auch, dass wir in den nächsten Tagen noch einiges vor uns haben. Wir haben den Plan, wir haben den richtigen Weg und wir wollen dieses Land auch zukünftig wieder regieren. Ich bin nicht gegen eine Akademisierung. Ich bin dafür, dass es Menschen gibt, die hier in akademische Berufe gehen. Aber ich bin auch dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass das Handwerk, die Industrie, die Dienstleistungsberufe, dass wir auf Augenhöhe sind zu den akademisierten Berufen. Das ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind froh, dass die Menschen die Möglichkeit haben, bei bester Gesundheit hier älter zu werden. Und wir sind auch froh, dass wir in der letzten Legislaturperiode über 6,2 Milliarden Euro mehr in die Hand genommen haben für die Pflege. Weil wir haben hier eine klare Linie, wie wir uns vorstellen, dass die Menschen in unserem Land ihren letzten Lebensabschnitt auch verbringen. Wenn man einen Wahlkreis betreut, der sehr natürlich auch von der Autoindustrie abhängig ist, der natürlich viele Tausende von Arbeitsplätzen, ob bei Audi oder bei BMW, hier zur Verfügung stellt für sämtliche Generationen. Und wenn ich dann natürlich diese missliche Situation, wo im Bereich der Autowirtschaft betrogen wurde, da sprechen wir auch klar aus, dass wir sagen, so kann es nicht sein. Wir haben hier einen klaren Kompass und sowohl unser Ministerpräsident wie auch die verantwortlichen Minister und auch unsere Kanzlerin wissen, dass man das komplett mit Anstand und wirklich auch mit Würde, wenn man einen Fehler gemacht hat, wieder ausmerzen muss. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, und das werfe ich der Opposition vor, dass Sie zu Wahlkampfzeiten hier ein Schauspiel veranstalten, dass sie Diskussionen aufbringen, dass der deutschen Autoindustrie schadet, dass Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Frage stellt. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist unwürdig und schändlich. Das gehört hier auch einmal gesagt. Ich möchte mich bei Ihnen, wo er die Arbeit macht und wo er hier für uns das mitorganisiert hat, und natürlich auch bei den Musikanten bedanken, die hier für die gute musikalische Unterhaltung zuständig sind. Aber bei Ihnen möchte ich auch vergelt's Gott sagen, dass Sie da sind. In diesem Sinne, vergelt's Gott, gehen Sie zum Wählen. Es geht um eine Richtungsentscheidung. Herzlichen Dank.